Sind das? Ah, das ist die erste Prüfung mit den Schatten. Ich bleib einfach im Schatten. Der ist nicht im Schatten geblieben. Depp. Was liest du denn auch keinen... Uah! Es brutzelt schon. Was liest du denn auch keinen Nüström? Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh. Ich war zu langsam. Das sieht man, wenn man zu langsam ist, hat das auch manchmal Vorteile. Jetzt sehe ich aber gar nichts mehr. Macht das was, wenn ich einen Kerzenschein? Ah. Wäre gegen eine Wand gerannt. Jetzt sehe ich aber nicht mehr wo Schatten ist und wo Licht. Mir gehen vitale Informationen verloren. Ja, und jetzt? Ah, darum. Ich dachte schon, da ist ja nur mehr Licht. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und jetzt? Moment, umschalten. Falls irgendwas auftaucht. Auch. Ah, da wären schon die Pfeile rausgekommen, siehst du? Da ist es ein bisschen hell. Auch. Ah. So weit, so schlecht. Ich glaube, der erste Hint hat schon geholfen. Danke, Nüström. Ich muss auf Fallen aufpassen. Ich gehe so langsam wie möglich. Ich sollte wahrscheinlich Licht machen. Oh! Ist das nur eine Statue? Das ist wahrscheinlich der Teil, wo man dieses Rätsel mit dem nicht schmecken, nicht riechen und so weiter. Ebenerzpanzerhandschuhe. Das wäre was für die Löwin, hä? Die Löwin. Hätte ich jetzt gerne bei mir. So sehr mich ihre Geschichten nerven, so hilfreich wäre sie jetzt hier gegen die geisterhaften Wächter. Hallo. Soll ich dir hier was in die Hand geben? Sieht aus wie... Ich weiß auch nicht. Jetzt wäre sie scharf auf einen Handjob. Schwarzer Seelenstein. Ja, bitte. Das brauche ich nicht. Du hast doch sicher nichts dagegen, oder? Du hast ja selbst gesagt, zumindest ein Nüström hat es gesagt, dass du nicht nach materiellen Dingen dürstest. Ja. Ich weiß nicht, wie geht's weiter? Bin ich blind? Meistens sind ja hier Hebel oder irgendwelches Zeugs. Vielleicht von hinten. Vielleicht sieht man... Vielleicht löse ich das Rätsel von hinten. Ah. Nee. So schön der Anblick auch ist, er hilft mir nicht weiter jetzt unmittelbar. Ah, was sehen meine Augen? Eine Kette. Das ist noch eine Kette. Da tut sich schon was. Jawohl, also war es doch ein ganz ein einfaches Kettenrätsel. Es gab eine Kettenreaktion, könnte man sagen.
Oh Gott. Das sieht nach Falle aus. Habe ich jetzt gespeichert? Nein, habe ich nicht. Das ist eine Reflexreaktion gewesen. Da vorne tut sich was und sofort gehen die Hände hoch. Da hätte ich diesen Schrei gebraucht. Wirbelwind. Aber es ist auch ohne gegangen. Warum schreien, wenn es auch lautlos geht? Ah! Okay. Das kam unerwartet. Ich schleich lieber. Am Schleichen ist noch keiner gestorben. Aber am Nichtschleichen. Wo sind denn eigentlich die Draugr, die ich eigentlich erwartet hätte? Ah, da ist das Allerheiligste. Und was ist hier? Ein Schatz vielleicht? Scheiße, ein Geist. Ja, den werden wir erledigen. Mehrere Geister. Oi, oi, oi. Oh, jetzt haben mich selbst gegrillt. Ha? Wo sind die hin? Ei, scheiße! Oh, weh. Die sind so schlau und sind mir nachgekommen. Ja, das habe ich befürchtet. Gut, dass ich gespeichert habe. Was mich aber wundert ist, ich muss doch ins Allerheiligste, oder? Oh, jetzt hätte ich fast das vergessen. Ich muss doch ohnehin ins Allerheiligste, warum stehen dann die Wächter dort rum? Das bringt doch nichts. Ich gehe einfach rein. Scheiß auf die Wächter. Wow, schau. Atmosphärisch. Wenn das kein Hinterhalt ist, dann weiß ich's nicht. Da kommt er gleich hoch. Der Zauber. Es war nicht mal ein Hinterhalt. Erstaunlich. Das ist schon fast enttäuschend. Da soll ich runterhüpfen? Das überlebe ich nicht, oder? Was soll ich da machen? Vielleicht überlebe ich es doch, ich weiß es nicht. Ich speichere und hüpfe. Hau ruck. Tja, jetzt geht's mir so wie im Anders. Hey. Hey, Anders. Was denn du so bei dir? Anders Nachricht. Ich fasse es nicht. Da bin ich so weit gereist, hab all diese albernen Rätsel gelöst und alles nur um hier zu enden. Nachdem ich mir Nyströms Hinweise, die er von Lythelos erfahren hatte, gemerkt hatte, habe ich ihm die Kehle durchgeschnitten. Allerdings scheint mir nun das Schicksal einen Streich zu spielen. Ich stecke fest und habe nicht den blassesten Schimmer, wie ich hier wieder rauskommen soll. Hoffentlich kommt bald jemand, ich bekomme langsam Hunger. Armer Anders. Ja, es wäre ihm lieber gewesen, wäre es anders gekommen.
Ja, es ist ihm auch bestimmt anders gekommen manchmal, aber das ist wieder ein anderes Thema. Oh. Oh. Ja, Schlüssel. Aha. Er hatte den Schlüssel nicht bei sich, aber ich. Wo sind wir denn hier? Das sieht ja cool aus. Cooler geht's kaum. Rein mit dem Schlüssel. Ja. Yeah. Oh, da ist sie schon. Und da ist die Kalia. Mann, ich will euch von vorne sehen. Ihr habt doch gar keinen Fuß. Wow. Bist du nocturnal? Also wurde der Schlüssel ein weiteres Mal gestohlen. Und ein Champion. Naja, schön ist sie nicht. Aber gut gebaut. Da der Schattensee wiederhergestellt wurde, ich werde es so machen. Zensurbalken. Das Gesicht abdecken mit einem Balken. Einen Kuss auf eure Wange. Nein, kein Kuss. Ihr versteht nicht, dass eure Handlungen erwartet wurden und nichts anderes als die Erfüllung eures Vertrages sind. Aha. Missversteht meinen Tonfall nicht als Unmut, denn ihr habt schließlich gehorsam eure Pflichten bis ins Kleinste erfüllt. Na eben. Doch wir wissen beide, dass dies nur wenig mit Ehre und Schwüren und Treue zu tun hat. Hm. Es geht nur um die Belohnung, den Preis. Ja, der Preis ist heiß, ja. Fürchtet euch nicht. Ihr sollt euren Tand schon bekommen. Tand. Das Gebilde von Menschenhand. Ich befehle euch, einen tiefen Schluck aus dem Schattensee zu trinken. Sie befiehlt schon wieder. Er wird der Agent von Nocturnal geboren. Ja, seid ihr Alice Schwarzer? Der Eid ist geschworen. Die Würfel sind gefallen. Und euch erwartet euer Schicksal im ewigen Zwielicht. Scheiße. Lebt wohl. Ewiges Zwielicht, was sagst du dazu? Wo bist denn du überhaupt hergekommen? Hättest du nicht schon früher da sein können? Du hast wohl den Hintereingang genommen. Sehr schlau. Ich bin froh, dass ihr den Schlüssel wohlbehalten zurückbringen konntet. Nocturnal schien mit unseren Bemühungen recht zufrieden zu sein. Naja, sie klang eher gleichgültig, das ja? Das würde ich mir nicht zu Herzen nehmen. Das doch, ist ich bin so ein Sensibelchen. Stellt sie euch als scheltende Mutter vor, die euch immer weiter antreibt, damit ihr erfolgreich seid. Nach außen klingt sie zornig, doch insgeheim ist sie zufrieden. Mhm. Ich kann euch versichern, wenn sie unzufrieden mit euch gewesen wäre, dann würden wir diese Unterhaltung nicht führen. Was hat es mit den Agenten von Nocturnal auf sich? Die Kreise am Grund des Schattensees verleihen euch Kräfte, die zu einem Nachtigall-Agenten passen. Da, die Kreise? Der Sichelmond steht für den Agenten des Schattens. Der Halbmond für den Agenten der Täuschung und der Vollmond für den Agenten der Zwietracht. Dies ist Nocturnals Art, das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Wenn ihr je eure Fähigkeiten ändern wollt, könnt ihr zur Grabstätte zurückkehren und auf einen anderen Kreis treten. Seid gewarnt. Ich glaube, wir drehen uns im Kreis bei dieser Konversation. Zu einem Tag ändern. Und nun? Nun beginnt euer Leben als Nachtigall. Wow. Wenn es nötig wird, werdet ihr an die Grabstätte gerufen werden, um sie zu verteidigen. Hm. Was macht die ihr? Die Gilde hat mich mit offenen Armen wieder aufgenommen. Es kommt ist, mit mir. Als wäre eine Lücke in meinem Leben endlich wieder geschlossen worden. An meiner Seite ich ist Platz nur, für zwei Begleiterinnen. Dass kein Ende ist, sondern ein Anfang. Wovon? Vielleicht der Anfang des größten Raubzuges, den Himmelsrand je gesehen hat. Ah. Überall gibt es Taschen, die vor Münzen überlaufen. Und Truhen voller Schätze, die nur darauf warten, dass man sie ausräumt. Ja. Auch wenn wir Nachtigallen sind, sind wir im Herzen immer noch Diebe und verdammt gut darin, was wir tun. Naja, stimmt eigentlich. Was ist jetzt mit der Täuschung? Ja, das interessiert mich. Der Agent der Täuschung nutzt den Schatten, um das Urteil der Personen um ihn herum zu vernebeln.
Aha. Indem dieser Agent die Dunkelheit nach seinem Willen webt, kann er andere so manipulieren, dass sie über einen begrenzten Zeitraum für die Nachtigall kämpfen. Mhm. Sowas wie Tierfreundschaft bei meinen Schreien. Zwietracht? Dieser Agent der Zwietracht kann eine Ranke reiner Dunkelheit in das Herz eines anderen schicken und diesem dadurch großen Schaden zufügen. Gleichzeitig stärkt diese Ranke die Lebenskraft des Agenten und macht ihn das stärker. Nehme ich. Was war das? Der Halbmond. Der Agent der Tarnung ist Meister darin, ungesehen zu bleiben. Er kann die Dunkelheit auch nicht manipulieren schlecht. Und zu seinem Vorteil nutzen. In mondbeschienenen Nächten oder verdunkelten Mondbeschienen. Zimmern wird dieser Agent wirklich unsichtbar. Wow. Faszinierend. Ja, dann nehmen wir halt einen. Wählt euren Weg, dann wird eure Reise beendet sein. Was ist das für einer? Da steht ja nichts drauf. Würde ich denn das erkennen können? Der ist nur halb, der taugt mir nicht. Ich nehme einen ganzen. Zwietracht. Ah ja, den wollte ich eh. Passt. Ah, der Gallus. Gallus. Oh, sind sie wieder vereint. Soll ich euch erdolchen? Angst, ich würde euch niemals wiedersehen. Dann werdet ihr wirklich vereint. Ich hatte Angst, ihr würdet werden wie die anderen. Ohne das Eingreifen dieser Nachtigall hätten sich eure Ängste bewahrheitet. Einen Tag ihr warten. Ehrt uns alle. Was werdet ihr nun tun, mein Liebling? Oh. Nocturnal ruft mich ins ewige Zwielicht. Mein Auftrag wurde erfüllt. Ihr könntet noch ein letztes Mal, ha? Wiedersehen. Wenn eure Schuld bei Nocturnal beglichen ist, werden wir uns wiedersehen. Es geht sicher reibungslos mit ihm. Haltet die Augen offen. Wandelt mit den Schatten. Lebt wohl, Kalia. Die Beglückung eines Geistes ist immer reibungslos. Okay. Er ist ins ewige Zwielicht. Da drinnen. In dieser Brühe ist er jetzt. Okay. Tröstet euch das? Ja, Nachtigall. Was gibt es? Wohin ist Gallus jetzt Gallus gegangen? Gallus Eid ist erfüllt worden. Durch seine Handlungen ist er den Bedingungen nachgekommen. Jetzt wird sein Geist eins mit dem ewigen Zwielicht. Dem Scheiße. Reich der fortwährenden Dämmerung und der Wiege der Schatten. Na, wenn es ihm Spaß macht. Nein, nicht fort. Er ist eins mit den Schatten geworden. Das ist die größte Ehre, die einer Nachtigall zuteilwerden kann. Wenn ihr die Klinge sagen. Ist er ein Teil dessen geworden, was wir leben. Hausmeisterin Else Kling. Sie sind ein Teil der Dunkelheit, oder? Oh ja. Wenn wir wandelt im Schatten oder wandelt mit den Schatten sagen, bitten wir die dahingeschickten Nachtigallen, uns zu beschützen. Wir glauben, dass sie unser sprichwörtliches Glück bewirken, indem sie ihre Hand auf unsere legen und sie führen. Darum muss der Schatten nicht meine Hand geöffnet werden. Oder eure Hand woanders hinlegen. Sie nicht passieren lassen. Wo werdet ihr von jetzt an sein? Ich habe beschlossen, mich in der Nachtigallhalle niederzulassen. Ja, da ist es ganz da kommod. Wenn euer Zuhause ist, hoffe ich euch und Brynjolf dort zu sehen. Nee, ich wohne natürlich ja schon im Briesenheim. Ich vielleicht hin und wieder einige Städte in Himmelsrand, um Dinge zu besorgen. Wer rastet, der rostet schließlich. Ja, ich werde es euch besorgen. Aber soll die Zukunft glücklich sein, begib dich in das Briesenheim. Ah. Lebt wohl. Haltet die Augen offen und wandelt mit den Schatten. Ich wandle. Ich fühle mich jünger im Gebein, denn ich wohne im Briesenheim. Jetzt muss ich noch mit Störer sprechen. Potema. Wie war das jetzt? Störer. Jetzt habe ich es vergessen. Wie war schnell Störer? Oh Gott, ich hab's vergessen. Kann ich hier einfach raus? Portal to Entrance. Das haben sie gar nicht übersetzt. Naja, dann. Jetzt habe ich die Wächter gar nicht besiegen müssen, siehste? Ist mir wahrscheinlich ein Riesenschatz entgangen.
Scheiße. Ich will aber jetzt nicht mehr zurück. Glaubst du, dass die Wächtergeister vielleicht auch schon fort sind? Der Gallus ist jetzt auch weg. Oh. So lange hat er gewartet, bis ich mit dem Skelettschlüssel auftauche. Armer Gallus. Naja. Besser im ewigen Zwielicht, wie immer, immer sich die transparenten Beine in den Bauch stehen. Es ist Nacht geworden. So, jetzt schauen wir mal, wo dieser Styrpotema. Was war denn das schnell? Die Wolfskönigin. Ich hab's vergessen. Potema. Styr. Wo ist denn der? Im Blauen Palast etwa? Nee, da in der Mitte irgendwo. Naja, ist ja egal. Wir reisen sowieso nach Einsamkeit, um ein wenig Krempel abzuladen.